Düb, düb, düb. Na, Moment, redet ihr noch über... Du hast nach einer schweren Panzerung gefragt. Ich habe nie gesagt, dass es sich um schwere Panzerung handelt. Aha. Und seit wann weißt du etwas über Schildkondensatoren? Ja. Ich habe was darüber seit gelesen. Seit wann? Und hast du nicht gesagt, du hättest deinen Wagen vor ein paar Wochen verkauft? Ungefähr zu der Zeit... Er beginnt es zurecht zu puzzeln in seinem Gehirn. Hey, es ist spät und ich will doch nicht, dass ein guter Freund eine Nacht im Purgatory verpasst. Gehen wir rein oder willst du noch länger über meinen Wagen reden? Nein, du hast recht. Gehen wir rein. Ja, ich glaube, er hat es spitz gekriegt. Verdammt nochmal auf mich. Ja, das ist absolut richtig. Er hat's begriffen, sie hat ihm die Panzerung gekauft und dafür ihren geliebten Schlitten verkauft, weil sie nicht will, dass er zu Schaden kommt. Okay, Huerta-Krankenhaus. Mal sehen, was es da so Neues gibt. Vielleicht gibt es ein neues Gespräch von der traumatisierten Asari-Soldatin, der ich die ganze Zeit zuhöre und ihre Privatsphäre ignoriere. Sie hat dieses Leuchten. Und die Reaper, sie haben mit ihr gemacht, was sie mit allen machen. Sie ist voller... Ich weiß auch nicht. Und sie leuchtet. Sie streckt die Hand aus. Ihre Augen werden schwarz. Dann berührt sie einen der Farmer und der... stirbt einfach. Alle geraten in Panik. Und sie reißt sie in Stücke. Manche mit den Händen, andere mit Biotik. Alter. Die Menschen verflüssigen sich einfach. Verflüssigen? Und ich stehe da mit meinem Handtuch... ohne Waffe. Und dann drängen Husks durch die Tür. Bei der Göttin. Also bin ich weggerannt. Alter. Ja, ich verstehe, warum sie traumatisiert ist. Verstehe ich wirklich. Übelst. Oh, hier scheint keine Person zu sein, mit der ich sprechen soll. Soll ich denn überhaupt reingehen? Nö, kann ich mir auch sparen dann, oder? Wir müssen ja wieder los hinaus in die Galaxie und Dinge erledigen. Von daher gehe ich noch einmal ins Präsidiumsunterhaus. Und schau mal, wer da noch rumlungert. Und dann können wir auch wieder auf Tour gehen. Ich guck auf die Karte. Was haben wir hier? Kaidan, Zelea. Wer ist denn Zelea? Und Liara. Wer ist Zelea? For reals jetzt. Wer ist Zelea? Wir werden einfach mal mit Zelea reden. Und dann finden wir es bestimmt raus. Und mal gucken, die haben das Chaos immer noch nicht aufgeräumt. Hier sind überall noch die Einschusslöcher in den Wänden. Leute. Willkommen, das müsst ihr mal regeln. Danke. Schauen Sie mal wieder vorbei. Ich bin ja langsam mal versucht, so eine... soll ich noch mehr Fische kaufen? Ich wollte sagen, ich bin langsam mal versucht, mir so eine Panzerung irgendwo zu kaufen. Mittlerweile habe ich ja ein bisschen Geld zusammengespart. Mal gucken. Die untersuchen immer noch die Brandspur da am Boden. Also irgendwie... so langsam müsste man auch erfahren, rausgefunden haben, dass es eine Brandspur am Boden ist. Und damit zufrieden sein. Da muss man ja nicht noch weiter gucken. Na gut, aber was weiß ich schon über Brandspuren am Boden. Hier oben ist nichts mehr, ne? Nö. Wie gut, dass wir geguckt haben. Das war wichtig. Guck mal, die Fogos sitzen da immer noch rum. Die sind voll der Knüller. Fogohausen auf der Markise. Was ist bei euch los? Das Ding funktioniert nicht mehr. Ach, da ist Kaidan. Der wollte uns zum Essen einladen. Kaidan, was hältst du denn in deiner Hand? Ein unsichtbares Glas? Wundert mich, dass es noch Zutaten für so eine Speisekarte gibt. Wir sollten besser nicht fragen, wie oder woher. Ich sag nur, da wohnen Tauben. Schön, dass wir Zeit für sowas finden. Meine Psyche hängt in den Seilen. Es war alles ziemlich verrückt. Auf dem Mars lief mein Leben vor mir ab. Und da waren zu wenige Momente mit Menschen, an denen mir etwas liegt.
Wie fühlen Sie sich zurzeit? Schlecht, hat er doch gerade gesagt. Alles, was die Reaper aufbieten. Ach so, okay. Also doch gut. Und dankbar, dass Sie sich mal eine halbe Sekunde hinsetzen und entspannen. Naja, sichi. Also, ist doch schön, mal mit Freunden sich einen Moment hinzusetzen, zu schnacken. Vielleicht eine Lasagne aus Ratten- und Pferdelippen sich reinzuziehen oder was auch immer die auf der Karte jetzt haben. Ja, es ist ein guter Zeitpunkt, mal offen miteinander zu reden. Was trinken Sie? Schnepfenöl. Wenn Sie gutes Wetter machen wollen, nehme ich auch noch ein Steak-Sandwich. Also? Whisky und ein gutes kanadisches Bier. Ob die sowas haben? Wohl eher batterianischen Schadwein. Bei meinen Eltern in Vancouver habe ich auf ihrem Balkon über der English Bay eine Menge Bier getrunken. Ja. Wunderbare Aussicht. Aber wissen Sie was? Ich glaube, wir haben gute Chancen. Gegen die Reaper, meinst du? Das finde ich auch. Dadurch schlafe ich nachts besser. Immer positiv bleiben, finde ich richtig. Nur ein bisschen ruhelos. Da plant man eine Karriere, konzentriert sich darauf und plötzlich geht die Welt unter. Und es ist zu spät, um jemanden zu finden. Jemanden? Wir sind schon lange befreundet, Shepard. War ich mit jemandem zusammen? Ich bin wählerisch oder geduldig oder... Ich weiß nicht. Vielleicht beides? Was ich nie gefunden habe, was ich will, ist etwas Festes mit jemandem, an dem mir bereits etwas liegt. Das ist mein Wunsch. Was wollen Sie? Ich will eine Hühnerfarm in Nebraska. Tut mir leid, aber wir sollten uns aufs Berufliche beschränken. Na klar, kein Problem. Ich verstehe. Aber... Also, Sie sollen nur wissen, dass ich Sie als Freund betrachte. Als guten Freund. Ich dich doch auch, Kaidan. Warum bewegen sich deine Lippen, wenn du nicht sprichst? Sie sollten nur wissen, dass ich Sie als Commander bewundere und dass ich Ihre Freundschaft schätze. Na, aber auf jeden. Wir sind wie Brüder, Kaidan. Ich bin froh, zur Crew zu gehören. Wie war das? Psyche in den Seilen? Genauso ist es. Ja, gut, dass wir das Gespräch geführt haben. Und das hat wieder meinen Ruf erhöht, aus irgendeinem Grunde. Weil das ist förderlich für meinen Ruf in der Galaxie, wenn ich mich privat mit jemandem treffe und wir uns ein bisschen unterhalten. Da geht der Ruf sofort in die Höhe. Ist ja auch verständlich. Was liegt da am Boden? Scherben? Versuchst du dein Spiegelbild in den Scherben zu sehen? Viel Erfolg dabei. Das ist wahrscheinlich für ein Kunstprojekt. Das kann ich bei euch kaufen. Na komm schon, Inferno-Panzerung? Nee. Wenn Sie das Beste wollen, kommen Danke, Sie zu dass besser. Sie bei Kassa Fabrication Waffen eingekauft haben. Was gibt's bei euch? Konnektorenpanzerung. Eigentlich gar nicht schlecht. Schild, Regenerationstempo, Schilde und Gesundheit. Das kann man alles brauchen. Aber ich bin immer so ein bisschen zögerlich, das Geld auszugeben, weil ich ein alter Geizkragen bin. Ah, da ist Liara. Die wollte ja auch noch mit mir reden. Wollen Sie wirklich nicht etwas Aufregenderes unternehmen? Wieso? Hier stehen und gucken? Ich liebe diesen Teil des Präsidiums. Erinnert mich an meine Kindheit. Das sind wahrscheinlich die schwelenden Überreste, die im Hintergrund noch brennen. Meine Mutter und ich wohnten bei einem Park. Ich war oft dort. Was haben Sie da gemacht? Lesen, erkunden, Ärger kriegen, weil ich im Gras Ruinen ausgraben wollte. Dafür gibt's Ärger? Das ist doch cool. Sie machen Witze. Ich war sehr jung. Das ist ja wirklich allerliebst. Das dachte sonst keiner. Oh, die Strafpredigt meiner Mutter. Aber am nächsten Tag bekam ich mein erstes Geschichtsbuch. Ich vermisse sie. No. Wie war sie? Sie war selbstbewusst und freundlich. Sie trug gerne Gelb. Gelb ist eine schicke Farbe. Für mich war sie die schönste Frau der Welt. Wird schon wieder, Liara. Vermutlich. Danke, Shepard. Es geht mir schon besser. Ich wünschte, wir könnten mehr Zeit so verbringen. Als Freunde.
Das fände ich schön. Das wäre schön. Und vielleicht werden Sie nach dieser Sache ja sesshaft. Sie können sich ein bürgerliches Leben bei mir nicht vorstellen, oder? Nein, aber deshalb sollten wir unbedingt in Kontakt bleiben. Um hin und wieder ein paar Geheimnisse zu teilen? Zum Beispiel? Genau das. Hallo, Shepard. Ja, hallo. Hätten wir das auch geklärt? Wie sieht es bei euch bei den Waffeln hier aus? Da gibt es keine Rüstung oder so, die besonders geil wäre. Hier auch nicht. Aber sehr gerne. Ich kaufe doch gerne bei Egor Munition ein. Wer lungert hier rum? Nichts. Das ist die Sicherheitsstation. Hier müssen wir neue Scheiben einbauen. Ach, das ist Zelia. Ich habe Ihr Gespräch zufällig mitbekommen. Vielleicht helfen Ihnen diese kleinen Verbrennungsstabilisatoren. Das ist fantastisch. Die Kolonisten, meine Schwester, werden überglücklich sein. Danke, ich stehe tief in Ihrer Schuld. Ach, du musst dich gar nicht in meinen Schlund stellen. Alles ist okay. Das Gelege hat sich stabilisiert? Wirklich? Das sind wunderbare Neuigkeiten, Schwester. Sehr gut. Du möchtest den Ersten, der ausschlüpft, nach unserem Helfer benennen? Das ist eine gute Idee. Absolut. Shepard ist ein wundervoller Name. Jürgen Shepard. Nee, Steffen. Gut, gut, da konnten wir noch jemandem helfen. Dann würde ich fast vorschlagen, nicht nur fast, sondern auf jeden Fall, dass wir wieder ab ins Weltall ziehen, um dort Weltall-Dinge zu erledigen. Wie es halt genau unser Ding ist. Vektorstatus erkannt. Einen Moment bitte. Einen Moment bitte. Düp, düp, dü, 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 dü. Ankunft in Andockbucht D24. Sergeant, ich habe einen kleinen Bruder. Er hat den Planeten verlassen, um Geld zu verdienen. Und ist in schlechte Gesellschaft geraten. Cool, cool. Eine Woche vor den Reapern hat mein Bruder mir ganz aufgeregt mitgeteilt, dass er eine Organisation gefunden hat mit guter Bezahlung, Sozialleistungen. Oh, sogar Sozialleistungen. Er hat mir ein Foto von der glänzenden neuen Panzerung geschickt, die sie ihm gegeben haben. Sieht die cool aus? Eine Panzerung in Weiß und Gelb, Ma'am. Weiß und Gelb? Soll das irgendwie, keine Ahnung, Weiß und Gelb? Ist das schlimm, dass seine Panzerung Weiß und Gelb ist? Ist er Söldner geworden? Und ich müsste wissen, dass Weiß und Gelb zu einer bestimmten Söldnerorganisation gehört? Möglicherweise, ich weiß es nicht genau. Aber die Panzerung war in Weiß und Gelb. Commander, Dr. Checkwars lässt ausrichten, dass sie gerne unten in der Krankenstation mit Ihnen sprechen würde. Okay, klar, kein Ding, mache ich gleich. Ich gucke also, ob ich ein paar E-Mails gekriegt habe. Eine, alte Freunde an der Gedenkstätte getroffen. Von Lieutenant Steve Cortez. Shepard, nachdem sie die Flüchtlingsgedenkstätte verlassen hatten, habe ich eine alte Freundin getroffen, die Kolonisten bei der Logistik geholfen hat. Sie und ihre Kumpel sind ehemalige Allianz... Entschuldigung. Allianzpiloten, verdammt gute sogar, die den Dienst quittiert haben, um sich im Grenzgebiet niederzulassen. Sie sind jetzt obdachlos und als ich ihnen erzählte, dass wir Streitkräfte mobilisieren, wollten sie unbedingt dabei sein. Ich habe Ihre Kontaktdaten zur Weiterleitung an Hackett angehängt. Hoffentlich können Sie helfen. Nochmals danke, dass Sie mir geholfen haben, das alles durchzustehen. Es geht mir gut. Vielleicht gehe ich beim nächsten Besuch auf der Citadel mal ins Purgatory. Wollen Sie sich für ein paar Drinks anschließen? Steve. Na, aber sicher, für ein paar Drinks bin ich immer zu haben. Abtrünnige Jägerpiloten. Commander? Mhm. Okay, dann wollen wir mal eben mit Dr. Schack was reden, wenn die... irgendwas von uns wollte noch. Düp, düp, dü. Hey, Dr. Schackwas, schnack was. Sie schaffen es immer, Commander. Wir haben die Vorräte von Taktis erhalten. Das ist ja taktisch alles wertvoll. Ja, wir haben einige sehr nützliche Dinge bekommen. Ich konnte damit die Effizienz unserer Medigel-Verabreichungssysteme verbessern. Top! Außerdem habe ich Informationen gesammelt, die Liara interessieren können. Oh! Fragen Sie Glyph? Da frage ich aber unbedingt Glyph. Der ist ja gleich hier um die Ecke. Also hier ungefähr. In etwa. Mit meiner Bio
mutig, jemanden durch den Raum zu schleudern, beschert mir immer ordentlich Aufmerksamkeit. Ja, auch okay. Die von schießwütigen Feinden. Sie können sich doch mittlerweile im Kampf behaupten, Liara. Damit will ich nicht sagen, dass Ihre Biotik bei unserem ersten Treffen nicht eindrucksvoll gewesen wäre. Ich hatte in den letzten Jahren hin und wieder Gelegenheit, sie einzusetzen. Freut mich, dass Sie alles unbeschadet überstanden haben. Sie haben sicher einige Geschichten zu erzählen. Sicher. Glyph, gib mir Informationen. Krankenstationschirurgie. Diese kleine Operation entfernt sämtliche Narben von Ihrem kybernetischen Implantaten. Sie können auf die kosmetischen Änderungen verzichten und stattdessen Ihre Gesamtgesundheit ein wenig verbessern. Oh, okay, das eine Sie, glaube ich nicht. Sie können auf die... Ja, das eine Sie müsste weg. Das öffnen wir mal. Das heißt, wir können unsere Narben heilen, die wir nicht haben. Oder einen Gesundheitsbonus von 5% kriegen. Ich nehme den Gesundheitsbonus, weil ich keine Narben habe, die ich entfernen wollte. Und selbst wenn ich welche hätte, würde ich sie nicht entfernen lassen. Weil Narben geil sind. So, Broker Terminal. Gibt es hier was Neues? Nein. Okay. Dann will ich hier nicht weiter rumlungern. Den wünsche ich mir auch. Wir müssen schließlich wieder hinaus in die Weiten des Alls. Nichts führt daran vorbei. Aha, Liara hat das erwähnt und das sagen mir deine Untertitel, aber du sagst es mir nicht. Keine neue Mail. Okay, wir haben eh keine Zeit dafür. Wir müssen reisen. Und zwar... nein, schon zurück. Entschuldigung. Aus Versehen ein zweites Mal draufgeklickt. Massenportal. Wir hüppen mal. Guck mal hier, die müssten wir mal. Die sind noch nicht leer geräumt. Der Apienkranz und das Aethon-Cluster. Da versuche ich mal abzuräumen. Das ist doch eine gute Idee, oder? Zisch! Ach, hier ist Pelevin. Ah, verstehe. Castellos-System ist bei 100%. Ist hier noch ein System, das wir anfliegen können? Müsste eigentlich. Wir waren hier nur bei 66%, ne? Ja, Gemme müssen wir noch hin. Da habe ich meine gnostische Gemme gefunden. Noch ein Stückchen? Noch ein Stückchen? Ach, guck mal. Das haben wir sogar schon aufgedeckt hier. Da finden wir ein bisschen Treibstoff. 750 Einheiten. Okay, das lohnt sich, weil wir nur ungefähr 150 oder so verbraucht hatten. Beziehungsweise lohnt sich nicht. So, noch ein Aktivposten. Ja, die Reaper kommen gleich, ich weiß. Da sind sie ja, die Reaper. Ach, da auf dem Planeten, da müsste ich hin. Okay. Nein, bleib mir vom Leib. Nein, 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 nein. Er hat mich erwischt. Er hat mich erwischt. Na, zumindest weiß ich jetzt, wo ich suchen muss. Auf dem Planeten. Hui. Hä? Was wird das denn? Hä? Was war das? Warum habe ich das System verlassen? Hä? Das war eigenartig. Nun, wie dem auch sei. Wir müssen diesen Planeten abscannen. Beziehungsweise Asteroid stand da gerade. Das ist ein Asteroid. Okay. Was finden wir denn Schönes? Gebäck möglicherweise? Oder Pinguine? Nein, die 79. Flottille der Turianer. Dass überall diese Raumschiffe irgendwo auf irgendwelchen Planeten beziehungsweise Asteroiden rumlungern, das finde ich ein bisschen eigenartig. Aber gut, die haben bestimmt irgendwelche logischen Begründungen dafür. Wunderbar, dann haben wir hier auch alles abgeräumt. Das läuft ja immer besser. Wir tanken nochmal schnell voll, was wir gerade eben verbrannt haben, weil hier nun mal gerade ein Treibstoffdepot vorhanden ist. Und holen uns dann nochmal hier das Aethon-Cluster. Hier sind
100%, im Nura-System sind 100%, aber Satuard und Esori, da müssen wir wohl noch hin. Wo ist hier noch ein Aktivposten? Da nicht. Ich scanne also die Planeten ab, dann da, auf dem Planeten. Na los, holt mich doch! Holt mich doch! Ich weiß nicht, ob das die beste Taktik ist, aber... Weil jetzt weiß ich ja, dass ich auf diesem Planeten suchen muss. Auf Solu Paolis. Volos Schlachtschiff Quunu. Ja, cool. Schlachtschiffe können wir auch immer brauchen. Ich weiß ja, dieses Planetenabscannen ist wahrscheinlich nicht das Allerinteressanteste, was es in diesem Spiel gibt, aber ich finde das schon, also irgendwie will ich das schon, ich will schon alles finden, was es hier gibt, eigentlich gerne. Es liegt mir am Herzen. Da ist nix. Ich habe etwas gefunden. Da ist was. Ja, jetzt kommen die Creeper schon wieder. Reaper. Reaper, Creeper, Bauernfänger. Nein, nein, ihr dürft mich nicht kriegen. Ich habe noch nicht alles abgescannt. Zu Hilf, zu Hilf. Sie haben mich erwischt. Ich hätte keine Chance gehabt. Aber wir müssen hier suchen. Ich habe etwas gefunden. Ja, ja. Hier gibt es ein Wrack mit Treibstoff. Wundervoll. Und da gibt es irgendwas auf dem Planeten. Und zwar... Ja. Volos Technik-Team. Super. Die können uns bestimmt bei technischen Fragen helfen. Okay, und dann dampfen wir mal wieder ab. Zum Massenportal. Ja, das verbrennt immer Treibstoff hier. Das ist ja, das geht ja auf keine Kuhhaut. Nachtanken können wir hier auch nicht. Okay, Koranische DMC haben wir. Das Anos-Becken. Da habe ich mir damals das Becken gebrochen, das weiß ich noch. Ehemalige Cerberus-Wissenschaftler finden. Das ist auch noch... Oh, und Asari-Kolonie untersuchen. Das ist vielleicht eine gute Idee, das sollten wir machen. Ja, ich gehe zum Nimbus-System und untersuche die Asari-Kolonie. Wir wurden ja so indirekt darum gebeten, uns das mal anzugucken. Das mache ich natürlich gerne. Vielleicht kann ich aber irgendwas helfen. Die Asari sind ja auch lieb, größtenteils. Habe ich hier überhaupt schon irgendwelche Aktivposten gefunden? Signal bestätigt. Oh, hier sind ja einige. Hier ist ein Wrack mit 750 Einheiten. Jo. Dann haben wir noch ein Planetchen. Strategos, natürlich. Der Strategos wird wertvoll. Und da finden wir eine intakte Reaper-Waffe. Alter, geil. Okay, das waren 50%. Das heißt, also das ist bestimmt ein Wrack mit Treibstoff. Das wäre sinnlos, das jetzt zu untersuchen. Weil mein Treibstoff ist ja gerade voll. Daher. Ausweichen erfolgreich. Okay, da ist die Kolonie. Ich gehe erstmal nach dahin und untersuche da das System und dann gehe ich in die Kolonie. Ich habe etwas gefunden. Ja, super. Das gucken wir uns gleich mal an. Wie schön, dass es überall was zu finden gibt. Bibliothek von Ascha, natürlich. Cool. Und dann haben wir hier auch 100%. Super.
Dann schauen wir mal, was die Kolonie hier so anstellt. Auf Lesus, genau. Ich scanne mal, ob es hier sonst noch irgendwas gibt. Interessante Anomalien oder dergleichen. Oh, hier werden ja keine Reaper auf mich aufmerksam. Eventuell gibt es ja auch nichts zu finden, weil ich erscanne nichts. Ja, dann gehen wir mal nach Lesus, wa? Ganz lässig. Lesus oder Lesus? Nee, Lesus, glaube ich, ne? Mit Doppel-S. Ist eine unbeliebte Gartenwelt, deren Eigenschaften knapp jenseits dessen liegen, was die Asari-Population für angenehm hält. Ihre Gravitation ist ein bisschen zu hoch, ihre Krankheiten etwas zu virulent und der Boden zur Landwirtschaft ungeeignet. Weitere Informationen gibt es kaum. Die Asari-Regierung hält sich beim Thema Lesus ungewöhnlich bedeckt. Normalerweise müsste eine Gartenwelt mit einer so alten Kolonie dicht besiedelt sein, aber man sieht nachts auf Lesus nur sehr wenige Lichter. Population unbekannt, bla bla bla. Okay, es ist also eine besiedelbare Welt, aber die ist nicht so ideal. Na gut, wir gucken sie uns mal an und schauen, was da vonstatten geht. Grobe Auswahl. Wir nehmen Liara mit. Und wir nehmen Kaidan mit, weil der ist ja relativ neu im Team und war noch nicht viel mit. Der kann gut mal dabei sein. Jawohl. Da wird nochmal die Anzeige initialisiert, aber das langt schon. Oh, wir haben nochmal 6 Punkte, die wir irgendwo reinknallen können. Wer ist mit panzerbrechender Munition? Erhöht Munitionskapazität? Mehr Kopfschussschaden. Ich mag Munitionskapazität, glaube ich. Das glaube ich nicht nur, das weiß ich sogar. Unser Ruf ist so geil. Guck mal hier, wie geil der ist. Informationen über die Mission, Liara? Ja, und jetzt verstehe ich auch die Geheimhaltung des Oberkommandos. Es geht um ein Adad-Yakshi-Kloster. Aha. Adad-Yakshi? Wie Morinth? So ungefähr. Morinth entschied sich zu morden. Diese Adad-Yakshi isolieren sich, um das zu verhindern. Vorbildlich? Aber das macht sie nicht harmlos. Ihr Drang kann übermächtig werden. Die Elite-Soldatinnen wurden also geschickt, um das Notsignal des Klosters zu untersuchen. Verbesserte Biotik, was? Toll. Was ist unsere Strategie? Alle töten? Falls die Gefahr besteht, dass die Adad-Yakshi entkommen, sollten die Soldatinnen das Kloster säubern. Säubern? Also zerstören. Anscheinend. Genau dazu hatten sie schweren Sprengstoff dabei, ja. Besser als leichter Sprengstoff, von daher keine schlechte Idee. Morinth war gefährlich, aber sind die Adad-Yakshi so eine Bedrohung? Eventuell sollten wir das herausfinden. Morinth kam gerade erst in Fahrt. Adad-Yakshi hinterlassen astronomische Opferzahlen. Darum dürfen sie nicht frei sein und deshalb schämen sich die Asari auch so sehr für sie. Das Oberkommando wird erst ruhen, wenn der Ort zerstört ist. Es würde keine einzige freie Adad-Yakshi riskieren. Ich denke, wir sollten zuallererst mal die Situation begutachten, die wir dort haben, bevor wir uns entscheiden, irgendwas in die Luft zu jagen. Ist meine Meinung. Keine voreiligen Schlüsse. Vielleicht kam das Notsignal von den Adad-Yakshi. Ja, wenn vielleicht wurden die angegriffen von wem anders. Ich wissen, was passiert ist. In Ordnung. Sobald wir dem Oberkommando Bericht erstatten, endet das sinnlose Töten. Zumindest hoffen wir das. So, einmal seitwärts einparken. Das funktioniert gut. Hüpf. Hüpf. Die Asari Elite-Soldatinnen finden. Das kriegen wir bestimmt hin.